Du hast die Mondrinne gegen eine Sandurkunde eingetauscht. Ja. Oh, ich danke dir. Jetzt habe ich ein perfektes Souvenir für meine Frau. Es ist lange her, dass sich ihre Augen am Glanz eines so kostbaren Juwels erfreuen durften. Die Urkunde für diesen Platz sollte bei allen Dekos hoch im Kurs stehen, aber was weißt du sicherlich schon? Was? Das weißt du sicherlich schon. Wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie jederzeit verkaufen. Ja. Das kann man Sidequest nennen. Ja, wenn man natürlich alles hat, dann kommt man da relativ schnell innerhalb von 5 Minuten hinterher. Ist halt notwendig, um 3 weitere Herzteile, glaube ich, zu bekommen. Mach schneller, du bist. Ach. So. Da haben wir jetzt eine goldene Dekoblume, in der kann ich weiter und höher fliegen. Also ich fliege höher raus und flieg weiter. So. Okay, etwas höher nur, aber egal. Und mein erstes Herzteil. Ne, halt. Du hast ein Herzteil gefunden, sammle 4 Herzteile, um einen neuen Herzcontainer zu erhalten. Ja, okay. Also 4 Stück davon ergeben immer ein neues Herz. 20 gibt es insgesamt. Das macht in diesem Spiel 52 Herzteile und 4 Herzcontainer bei nur 4 Tempeln. Ja. Die Tür zum Uhrenturm öffnet sich nur einmal im Jahr, und zwar um Mitternacht am Vorabend des Karnevals. Also das ist nämlich einer dieser Momente, die ich meinte. Ich werde jetzt einmal überhaupt Spielstand speichern, das ist auf F5, gut. Und jetzt einfach nur, damit ich nicht hier noch stundenlang warten muss, werde ich jetzt auf F4 drücken. Beziehungsweise ich werde hier jetzt in dem Menü, ich glaube, sieht man nicht, weil es nicht im Game ist. Aber Geschwindigkeitsbegrenzung im Emulator werde ich eben ausschalten. Jetzt kann man schon sehen, Musik müsste jetzt eigentlich schneller sein. Meine Bewegungen sind ja etwas schneller. Tja, das Geräusch ist anders. Also, nein, nicht die Urkunde. Ja, ich habe jetzt ungefähr den Speed. Ungefähr 0,5-facht ungefähr. Wenn ich es ohne Aufnahme machen würde und in einer bestimmten Stelle stehen würde, also sprich in einer Ecke, würde mich da reinkauern, könnte ich es fair 6- bis 8-fachen. Darum habe ich es gesagt, auch mit offline warten, vor allem in der berühmten langen Questreihe, die es hier gibt. Okay. Sie ist relativ lang. Wenn ich diese Art und Weise benutze mit dem Schneiden und so, dann sind es 15 Minuten. Okay, Moment, stopp. Nein. Stecker. So. Ja, jetzt habe ich nicht auf die Zeit geachtet. Der Uhrenturm fährt aus. Und es hat gerade einmal geschlagen für 12 Uhr. So. Schönes Feuerwerk. Sieht aus wie irgendein Streitwagen. Wie so ein trojanisches Pferd oder was auch immer. Und da ist diese besagte Treppe, die jetzt rausfährt. Oder auffährt, was auch immer. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich dann für Herzteil und so. Jetzt ist hier noch ein Herz, wo ich das Herzteil habe. Zögere jetzt nicht. Sieh doch, du kannst jetzt hier hinaufgehen. Oh, jetzt läuft im Hintergrund Final Hours. Kann man sich auch mal auf YouTube anhören. Und vor allem am 23. Dezember oder November, wann auch immer die Welt untergehen sollte. Und Cutscene. Oh, das Horror-Kit. Wer hätte es gedacht? Warum können nicht mal alle Bösen schweben? Ganondorf konnte es auch. Meine Ocarina, gib sie her. Schwester! Aha, Tell, wir haben euch gesucht. Hey Rocket, wie wär's, wenn du diese Maske zurückgeben würdest? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ocean Canyon, rasch, die 4, die dort gefangen sind, bring sie her. Und er schlägt die. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Dreh dich wieder dunkler. Nein, lass meinen Bruder in Frieden. Rocket, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch Sprechen lernen wir morgen? Rocket, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Hehe. Sie hat er zwar schon gesagt, aber egal. Seht nach oben. Würde ich ja, aber ich stecke in einer Cutscene. Idiot. Versucht doch das Unabwendbare zu verhindern. Er ruft all seine Macht hervor. Wird zum Super Saiyajin. Oha. Da habe ich Dragon Ball Z nie im Leben geguckt. Ich glaube, nur
damals auf RTL 2 Dragon Ball GT oder GT, wie man es ausspricht. Und ich glaube, einmal eine Folge als wiederholt wurde damals kurz. Also Dragon Ball Z direkt. Jetzt habe ich 5 Minuten noch Zeit. Oh, für die Idioten, die es jetzt nicht checken, beziehungsweise damals nicht gecheckt haben, Blase und auf ihn schießen. Und für die, die immer daneben schießen, sind die extra sogar noch Magiekrüge aufgestellt. So, mehr können wir auch nicht machen, als ihn so abschießen und unsere Ocarina aufheben. Guck nicht so, Link. Geh zur Ocarina und heb sie auf. Du hast die Ocarina der Zeit wieder erlangt. Prinzessin Zelda hat dir einziges wertvolle Instrument überreicht. Platziere es auf C und drücke A und C, um dem Artefakt magische Töne zu entlocken. Wissen wir alle schon, wer den Vorteil Ocarina of Time gespielt hat. So. Und wieder mal unseren Gedanken. Das Wiegenlied. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Oh, klinge schwul. Verdammt. Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit währen. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag, nimm dies an dich. Also, das ist eine graue Ocarina. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Ich stecke gerade mitten in der Gefahr, der Mond stürzt gleich auf mich herab in 5 Minuten. Und du hast nicht was dazu, als meine Erinnerung zu kommen und mich voll zu quatschen. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Ich hab die Stimme vergessen, verdammt. Das meine ich, warum ich die eigentlich nicht verstellen wollte. Dies weckt Erinnerung. So. Da sind die Noten und ich spiele die ja immer gerne so, wie sie auch da sind. So. Also ich werde es meistens immer in dem Takt spielen, wie sie auch da waren. Ich mag das so lieber, wenn ich es im Takt spiele. Du hast die Hymne der... wieder erlangt, da Dingsbums da. Diese Melodie, die am Rande deiner Erinnerung nachklingt, ist ein Lied voller Erinnerung an Prinzessin Zelda. Und wer hat das gesagt? Genauso wie die Item-Beschreibung? Gott! Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. To be continued. Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht spiel ich schon eine Stunde, wow. So, sie schlägt mich natürlich wieder. Wach auf, du sollst dich in Erinnerung schwelgen, wir brauchen dich hier und jetzt. Diese alte Krieg kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Doch, kann sie. Zu Hilfe, Göttin der Zeit, bitte hilf uns, wir brauchen mehr Zeit. Das reimt sich, glaube ich. Apropos Carina. Ich habe auch irgendwo eine. Billige aus Plastik. Aber ich habe eine. Und das ist das, was zählt. Huch, wo hast du denn dieses Instrument her? Deku-Pfeifen. So heißen sie. Rechts, A, runter, rechts, A, runter. Ach, dieses schöne Lied. Speichern uns zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Ja. Ich bin so ein Freak, der versucht, teilweise die Lieder immer auf einem Online-Piano nachzuspielen. Das, ja, okay, es geht. Manche Lieder kann ich komplett, manche kann ich ja nicht. Und manche kann ich teilweise. Komplett kann ich eigentlich nur Hymne der Zeit. Ah. Ja. Aber immerhin ohne Piano oder Keyboard gemacht. Und wir sehen die Szene, wo wir hingeknallt sind. Ja, wir gehen zurück in den Gedanken. Beziehungsweise irgendwas, eine Rückblende. So. Wir haben keine Eier mehr. Der böse Mann. Ja, okay, fröhliche Maskenhändler, aber... Ach ja, bei dem Typen habe ich das Gefühl, dass, in Skyward Sword, dieser Ladenbesitzer einfach, in diesem Bazar. Ich meine, irgendwie einen Vergleich zwischen dem und dem Maskenmann gesehen zu haben. So sehen relativ gleich irgendwie aus. Ah, Lack.
Was? Was ist passiert? Alles. Der Hund kann stehen auf der Stelle. Ja. Hat von neuem begonnen. Ja, wow. Was ist dran so schlimm? Ist doch gut für uns. Und